indische Whisky, der fristet bei uns nach wie vor ein bisschen ein Schattendasein. Was schade ist, denn seine Andersartigkeit macht ihn wirklich interessant und qualitativ muss er sich vor anderen Single Malts, egal wo auf dieser Welt die destilliert worden sind, absolut nicht verstecken. Das hier ist ein neuer, das ist der Indri Trini von den Piccadilly Distillers im Norden Indiens, ihre erste Abfüllung, abgefüllt mit 46%. Die kommt in den nächsten Tagen in den deutschen Handel und wird dort ungefähr 40 Euro kosten. Was macht den besonders? Nun, drei Dinge. Erstens mal, Trini steht für Free Wood, also drei verschiedene Fasstypen, Bourbon Casks, Ex-Weinfässer und Ex-Sherryfässer, Pedro Jiménez, die ihn gemeinsam geschmacklich mitbestimmen. Dann ist zweitens die sechsreihige indische Gerste, die destilliert worden ist und die ein ganz anderes Geschmacksprofil hat als unsere Gerste hier in Europa. Und drittens ist es ein Name, nämlich Surinder Kumar, der Doyen des indischen Single Malts, der diese Kategorie bei Amrut als Master Distiller erst gegründet hat und jetzt hier bei Piccadilly Distillers als Master Blender an diesem Whisky mitgearbeitet hat. Und dann vielleicht noch was Viertes, das hier, nämlich die Farbe. Der Whisky ist nicht kühlfiltriert und nicht gefärbt, trotzdem sehr dunkel, liegt daran, dass aufgrund des indischen Klimas Whiskys dort extrem schnell reifen, ungefähr 3 bis 4 Mal so schnell wie in Schottland und immer noch schneller als in Kentucky. Und damit haben die sofort eine extrem dichte Nase. Die offiziellen Tasting Notes geben hier als Hauptbestandteil karamellisierte Ananas an. Und ja, das unterschreibe ich, das stimmt, das kommt sofort in die Nase. Dahinter liegt noch ein bisschen Vanille, dahinter liegen einige Gewürze und vielleicht ein bisschen Alkoholschärfe, aber für 46% passend und nicht übertrieben. Am Gaumen, da ist zunächst einmal kurz Süße, dann wird er sehr breit und breitet sich aus. Da kommt dann wieder die Ananas, es kommt ein bisschen Zitronenzeste, es kommt ein bisschen, ja, sowas wie Tee. Und vor allem, es kommt so eine typische Gewürzmischung, die man nur vom indischen Whisky kennt. Den finden Sie nicht beim schottischen, beim irischen oder beim amerikanischen Bourbon. Die ist wirklich typisch indisch. Im Abgang dann, da ist er nicht besonders lang. Er trocknet ein bisschen ab, aber es bleibt Süße. Es bleibt die Ananas, es bleibt ein bisschen Gewürz. Insgesamt ein sehr schöner Whisky, um in die Thematik des indischen Whiskys einzusteigen. Kann ich empfehlen. Auch für den Preis sehr gut. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen wieder fürs Zuschauen und Lunch.